Ich bin insbesondere stolz auf diese Erfindung, weil wir von Dormakaba sagen, um Schlaues zu tun, braucht man schlaue Teams. Und in Dormakaba haben wir Menschen aus Design, aus dem Ingenieurwesen, vom Marketing, aus der Entwicklung, Mechanik und elektronischen Sensoren zusammengebracht. Und dieses Resultat kann sich sehen lassen. Mit diesem Produkt haben wir das erreicht, an dem wir schon seit vielen Jahren gearbeitet haben. In modernen Gebäuden von heute werden wir mit vielen Veränderungen in der Bürokultur konfrontiert. Mit offenen Büros, mit geteilten Büros. Und aus diesem Grund wird die Lobby zu einem zentralen Punkt für die Kontrolle des Menschenstroms in und aus den Büroräumen. 2004 war Dormakaba die erste Firma, die eine Schleuse mit Schwingtüren präsentiert hat, die für individuelle Registrierung der Leute zuständig war. 2019 führen wir eine neue Ära für Produkte im Lobbydesign ein, die dafür bestimmt sind, den Menschenfluss zu kontrollieren. Wir haben die Möglichkeit, unterschiedlichste Materialien zu nutzen und können sogar mit dem Architekten über all seine Vorstellungen reden und diese basierend auf einer modularen, voll anpassbaren Lösung realisieren. Was wir hier präsentieren, ist nur der Anfang. Ursprünglich fokussierten wir uns bei diesem Produkt auf die Geschäftswelt. Aber natürlich liegt der Vorteil an einem modularen Design darin, dass wir es auf andere Industrien ausweiten können, wie Flughäfen, Museen mit Einlasskontrollen und nicht zu vergessen auch im Bereich der Biometrie in Flughäfen, die eine wichtige und entscheidende Rolle in den nächsten Jahren spielen wird.